Das Netz soll immer schneller werden. Man sucht nach Supercomputern. Man versucht, die Hardware zu verbessern, sie immer schneller zu machen. Man stößt dadurch auch sogar in die Quantenwelt vor. Und da zeigen sich einige Überraschungen. Die Computer sind so leistungsfähig geworden, dass sie auch sehr komplexe Abläufe in Echtzeit simulieren können. Zum Beispiel das Zünden einer Atombombe. Dieser Supercomputer in den USA wird bei der Entwicklung von Nuklearwaffen eingesetzt. Die Zahl der real ausgeführten Tests kann so eingeschränkt werden. Keine militärische, aber vergleichbar komplexe Herausforderung für die Computer ist die Simulation des Erdklimas. Um das zu schaffen, wird die Atmosphäre unseres Planeten virtuell mit einem Raster durchzogen und das Wettergeschehen an den Schnittpunkten berechnet. Ein gigantischer Aufwand. Dieser japanische Supercomputer wurde nur für diese Aufgabe konstruiert. Dessen globale Wettersimulation zeigt erstaunlich viele Details. So jagen digital erzeugte Taifune über diese künstliche Erde. Die vergrößerte Rechenleistung ist zum Statussymbol einiger Nationen geworden. Ein regelrechter Wettstreit um die Computerpower ist entfacht. Vor allem zwischen den USA und Japan. Und hier, in den Chipfabriken, wird der eigentliche Wettstreit ausgetragen. Immer kleiner und schneller sollen Prozessoren die Rechengehirne der Computer werden. Als Rohstoff dienen meist Siliziumscheiben. Ähnlich wie bei einem Foto werden die Prozessorschaltpläne auf die Siliziumscheiben projiziert. Anschließend entsteht durch Ätztechniken der eigentliche Prozessor. Heute passen über 350 Millionen Transistoren auf einen Chip. Die Transistoren sind die Mikroschalter, die die Rechenaufgaben ausführen. Auf welchem Raum sich das alles abspielt, zeigt der Vergleich mit einem menschlichen Haar. Doch der Hunger nach mehr Rechenleistung ist kaum zu stillen. Fieberhaft wird nach immer neuen Möglichkeiten gesucht, die Prozessoren noch kleiner und schneller zu machen. Doch dabei stößt man zunehmend auf physikalische Grenzen und Probleme. Eines davon sind die sogenannten Leckströme. Ein Teil der Ladungsimpulse verlässt dabei die winzigen Leiterbahnen und versickert im Prozessor. Der erwärmt sich und das wiederum stört seine Funktion. Und auch das kann passieren. Ladungsimpulse springen auf benachbarte Bahnen über und können den Prozessor zerstören. Gesucht wird nach immer kleineren Computerchips, auf denen immer mehr Schaltelemente untergebracht werden können. Weil herkömmliche Siliziumchips dabei physikalisch ihre Grenzen haben, dringt man tief in eine neue Welt ein, in den Nanokosmos. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Kohlenstoffatome. Aus ihnen lassen sich Nanoröhrchen herstellen, durch die elektrische Ladungen verlustfrei fließen können. Das ist deshalb wichtig, weil sich durch den fehlenden elektrischen Widerstand der Chip nicht erwärmt. Und auch Leckströme treten nicht auf, denn die Elektronen sind im Atomgitter regelrecht gefangen. Vor kurzem gelang damit sogar der Aufbau eines kleinen Schaltkreises. Denn nicht nur Leiter, sondern auch Transistoren, die Schaltelemente eines Computers, sind mit dieser Technologie realisierbar. Auf dem Weg zum Nanocomputer suchen Forscher nach immer neuen Materialien. Einzelne Moleküle sollen zum Beispiel die Schaltfunktionen eines Transistors ersetzen. Dabei müssen sie eindeutig zwei Zustände annehmen können, die sich in der digitalen Welt der Computer als Ja-Nein-Aussage interpretieren lassen. Um das zu erreichen, werden die Moleküle regelrecht umgebaut. Vor allem mit den relativ großen Molekülen, die man aus organischer Chemie kennt, lassen sich diese Experimente durchführen. Hier entsteht zum Beispiel ein Nanospeichermodul. Die Moleküle gehen von selbst in eine bestimmte Ordnung über. Das Fundament bildet als elektrischer Leiter eine Goldschicht. Eine zweite Kontaktfläche wird geschaffen. Und eine angelegte elektrische Spannung versetzt diesen Molekülverband in zwei Zustände, in 1 und 0, die Sprache der Computer. Wenn man zu noch kleineren Dimensionen vorstößt, so gelangt man in die Quantenwelt. Hier verlieren sich einige der uns vertrauten Gesetzmäßigkeiten. Es eröffnet sich ein Reich der Unschärfe und alles passiert nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit.
Könnte man die Gesetze des Quantenreichs auf unsere Welt übertragen, wäre sie äußerst skurril. Unsere Umgebung würde sich verwaschen darstellen, je nachdem, wie die Wahrscheinlichkeiten verteilt sind. Die Objekte könnten mehrere Zustände gleichzeitig einnehmen. So wie hier dieser Quantenbasketball, der erst beim Hinschauen die uns vertraute physikalische Realität wiedergibt. Ohne diese Beobachtung sind alle Variationen möglich. Und diese Parallelität von Vorgängen lässt Wissenschaftler von einem neuartigen und superschnellen Computer träumen, dem Quantencomputer. An solchen Prototypen werden die Grundlagen erforscht. Mit Laserlicht beschießt man Ionen und bringt damit die Elektronen, die sich um den Atomkern bewegen, auf unterschiedliche Energiezustände. Das wird später zum Rechnen ausgenutzt. Der Vorteil eines solchen Computers ist, dass, wie beim Basketballspiel gesehen, in der Quantenwelt alle Zustände gleichzeitig präsent sind. Hinzu kommt, dass diese Zustände in den örtlich voneinander getrennten Ionen miteinander so verbunden sind, dass sie auf einmal abgefragt werden können. Mit dieser Überlagerung besäßen nur 50 Atome mehr Rechenleistung als alle heutigen Computer zusammen. Doch von der technischen Realisierung, wenn sie überhaupt je einmal gelingen sollte, ist man beim Quantencomputer noch weit entfernt. Keiner weiß heute genau, wie ein Quantencomputer wirklich funktionieren soll, aber die Forschung, die läuft ja schrittweise ab. Parallel dazu wird daran gearbeitet, die Computerarchitektur zu verbessern, das heißt, die Abfolge der Rechenschritte im Computer zu optimieren. Laser werden eingesetzt, versuchsweise, um Informationen ein- und auszulesen. Man sucht nach neuen Materialien, um die Computer schneller zu machen. Das hat ja in der Vergangenheit immer ganz gut funktioniert. Man hat immer schnellere Computer bekommen, immer neuere Generationen von Computern. Aber dann kam plötzlich ein anderes Problem zutage. Wohin mit den ausgedienten Computern? Wohin mit dem Computerschrott? Dies ist die Kehrseite unserer schönen neuen Computerwelt. Berge von Elektronikschrott. Etwa 20 Millionen Tonnen fallen weltweit jedes Jahr an. Tendenz stark steigend. Und diese Computer zum Beispiel waren nie im Einsatz. Nagelneu wandern sie direkt auf den Schrottplatz. Schuld daran ist die rasend schnelle Entwicklung bei den Geräten und der Hunger der Konsumenten nach dem immer letzten Stand der Technik. Röhrenmonitore sind heute kaum mehr zu verkaufen. Die Lagerbestände werden abgestoßen und landen hier. In den Geschäften sind nur noch Flachbildschirme zu sehen. Und auch bei den Computern lockt stets das neueste Design. Elektronikschrott ist das Problem des digitalen Zeitalters. Früher hat man es sich einfach gemacht. Der Elektroschrott wurde verbrannt. Interessiert war man nur an den herausgeschmolzenen Edelmetallen. Doch die Folgen für die Umwelt waren verheerend. Denn in Computern, vor allem in den Platinen und deren elektronischen Bauteilen, stecken hochgiftige Substanzen. Diese Methode der Entsorgung ist in vielen Ländern auch heute noch verbreitet. Die Computer werden geschreddert und auf Deponien gebracht. In Japan hat man Elektronikschrott sogar als Aufschüttmaterial zur Landgewinnung benutzt. Doch so gelangten Gifte und Schwermetalle in die Nahrungskette und letztendlich auch zum Menschen. Deshalb erlassen immer mehr Industrieländer Gesetze, die das Recyceln von Elektronikschrott vorschreiben. Doch das führt dazu, dass unerwünschter Schrott jetzt oft auf eine Weltreise geht. In Containerschiffen fahren die alten Computer in die Länder der dritten Welt. Und dann tauchen sie zum Beispiel hier wieder auf, in Indien. Das Recyceln von Elektronikschrott hat sich zu einem ganzen Industriezweig entwickelt. Die Computerplatinen bekommen auf einmal einen neuen Wert. Denn in geringen Mengen enthalten sie ja Edelmetalle wie Silber, Gold oder Platin. Mit starken Säuren lösen die neuen Goldgräber die Kunststoffplatinen auf. Dabei atmen sie giftige Dämpfe ein und hantieren mit bloßen Händen in den ätzenden Säuren. Die Ausbeute ist gering, der Erlös reicht gerade mal zum Überleben.
Ohne über die Gefahren Bescheid zu wissen, setzen die Menschen ihr Leben aufs Spiel. Für eine Handvoll Gold. Die unbrauchbaren Reste werden meistens verbrannt. Und die giftigen Flüssigkeiten einfach in der freien Natur entsorgt. Schließlich wartet schon der nächste Stapel Platinen auf die Aufarbeitung. So ist es wie immer im Leben. Alles hat seine zwei Seiten. Es gibt nicht nur die schöne, glitzernde Computerwelt. Aber Computer sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Wir müssen diese Probleme angehen und lösen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal dann. Guten Abend.